Hallo zusammen! An den meisten Tagen sitzt Beau Pask allein in der Mensa in seiner Middle School in Florida. Laut seiner Mutter Lia scheint dies dem Jungen wenig auszumachen, denn Beau ist Autist. Dennoch war die Freude von Lia grenzenlos, als ihr Sohn an einem Tag Gesellschaft von einem Uni-Footballspieler der Florida State University bekam. Unter Autisten heißt es immer, wenn du einen Autisten kennst, kennst du genau einen Autisten. Dies soll neurotypische, also Nicht-Autisten, immer wieder daran mahnen, dass Autisten abseits ihrer Störung ebenso unterschiedlich sind wie andere Menschen auch. Den typischen Autisten gibt es demnach nicht. Gewisse Merkmale sind den meisten Autisten jedoch gemein. So sind sie für gewöhnlich äußerst mitfühlend und empathisch, können dies aber, weil sie Probleme haben, Körpersprache zu lesen, nicht intuitiv zeigen. Auch ein Hang zur Reizüberflutung ist ein klassisches Merkmal des Störungsbildes. Autisten sind also mit vielen Menschen um sich rasch überfordert. Das sollte einen aber nicht zum Trugschluss veranlassen, Autisten hätten nicht gerne Gesellschaft. Sie sollte lediglich überschaubar sein. In der Schule sind Autisten aufgrund ihrer sensiblen Natur überdurchschnittlich oft Opfer von Mobbing. Als College Receiver Travis Rudolph eines Tages mit einigen seiner Teamkollegen an der Schule zu Gast war, bemerkte er einen Jungen, der ganz alleine an einem Tisch saß und Pizza aß. Kurz entschlossen setzte sich Travis zu dem Jungen, aß mit ihm Pizza und unterhielt sich mit ihm. Bald wurde klar, dass den beiden ihre Liebe zu ihrem Heimatstadt Florida gemein ist. Travis soll nach dem Gespräch geäußert haben, dass Beau ein cooler Junge sei und er jederzeit wieder Zeit mit ihm verbringen würde. Dass Beau Autist ist, wusste er nicht. Lia Pask erhielt ein Foto des Mittagessens von einem Freund mit der Nachricht, Travis Rudolph ist mit deinem Sohn zu Mittag. Sie gibt zu, dass sie erst einmal erfragen musste, wer Travis Rudolph ist. Das ändert jedoch nichts an ihrer großen Freude über das gemeinsame Mittagessen ihres Sohnes mit dem Footballspieler, der zu den besten College-Receivern des Landes gehörte und gute Chancen hat, bald in der NFL zu spielen. In einem Facebook-Post tat sie ihre übergroße Freude kund. Ich weiß nicht, was den unglaublich netten Mann dazu brachte, seine Mittagspause mit meinem Sohn zu verbringen, aber ich bin glücklich sagen zu können, dass diese Tat nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Über ihren Sohn Beau sagte Lia unter anderem, er ist ein super süßer Junge, der immer ein Lächeln und eine Umarmung für jeden hat, den er trifft. Manchmal bin ich sehr dankbar für seinen Autismus. Das mag schrecklich klingen, aber irgendwie hoffe ich, dass er ihn schützt. Beau merkt nicht, wenn Leute ihn anstarren, wenn er in die Hände klatscht. Er scheint es nicht zu merken, dass er nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen wird. Und er scheint ihn auch nicht zu stören, wenn er alleine zu Mittag ist. Travis Rudolph war von der Dankbarkeit Lias zu Tränen gerührt, gibt er zu. Beau selbst hat auf jeden Fall von der Geste des Footballspielers profitiert, denn nun wollen viele Kinder mit ihm zum Mittag essen. Er sitzt nicht mehr alleine, so berichtet CBS. Ferner erklärt Lia im selben Bericht, ich erinnere mich, dass die Highschool beängstigend war und es schwer war. Da ich ein Kind habe, das die Highschool beginnt, sorge ich mich um es und die Angst kann überwältigend sein, wenn ich es zulasse. Zwei Dinge sind am Ende des Tages sicher. Beau dürfte auf lange Sicht von Travis' Handeln profitieren und Travis selbst hat mindestens zwei neue Fans fürs Leben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.